Servus, mein Name ist Simon Fink von Mr. Water und ich zeige Ihnen heute, wie Sie die Filteranlage Futura mit Hilfe der Kyrocups richtig desinfizieren. Im ersten Schritt schließen wir jetzt mal die Wasserzufuhr ab. Dafür tun wir entweder hier beim Wasserstopp den Sensor, also auslösen, oder drehen hier einfach am Geräteventil ab. Anschließend öffnen wir nun den Entnahmehahn und lassen das komplette Wasser rauslaufen, so lange bis der Tank komplett leer ist, sprich kein Wasser hier mehr kommt. Im nächsten Schritt nehmen wir uns die Desinfektionsschleuse und die Kyrocups, die Kapseln zur Hand. Und zwar öffnen wir hier die Schleuse, nehmen das Sieb hier raus. Schnappen wir uns drei von den Kapseln und füllen die hier rein. Das Ganze machen wir dann wieder zu. Und nun ist die Desinfektionsschleuse fertig vorbereitet. Nun schnappen wir uns unsere fertig vorbereitete Desinfektionsschleuse, ein scharfes Messer, in diesem Fall ein Cuttermesser, und eine Schneidunterlage. Als nächstes tun wir jetzt den Zuwasserschlauch von der Filteranlage abschließen. Dafür nehmen wir einmal den Sicherungsclip hier raus, drücken unsere Halteklammer nach hinten und ziehen den Zuwasserschlauch raus, nehmen das Messer und schneiden, ja, in dem Fall jetzt ca. 10 cm, machen hier einen schönen sauberen Schnitt und setzen jetzt halt hier diese Desinfektionsschleuse ein. Die Besonderheit hierbei ist, hier sind Pfeile drauf, der Pfeil führt hier rein und der Pfeil hier führt raus. Wir machen das allerdings genau gegenläufig. Sprich, unser Eingang ist hier unten und unser Ausgang wird hier oben sein. Heißt, das kurze Stück schließe ich jetzt hier an und das lange Stück schließe ich hier oben gegen die Pfeilrichtung an. Ganz wichtig. Und das schließen wir jetzt natürlich wieder an die Wasserzufuhr an. Nun öffnen wir die Wasserzufuhr bei geschlossenem Entnahmehahn für circa eine Minute. Nach dieser Minute schließen wir die Wasserzufuhr wieder und warten circa eine Stunde, damit die Wirkstofffreigabe hier stattfinden kann. Als nächstes öffnen wir nun wieder die Wasserzufuhr und warten circa eine halbe Stunde, dass sich der Wirkstoff im ganzen System gut verteilen kann. Im nächsten Schritt schließen wir jetzt wieder die Wasserzufuhr und öffnen den Entnahmehahn oben für circa 10 Sekunden, sodass der Wirkstoff wirklich jeden Bereich erreicht. Um das Ganze abzuschließen, öffnen wir jetzt wieder die Wasserzufuhr, öffnen oben den Entnahmehahn und lassen wirklich mal 10 Minuten das Wasser oben durchlaufen. Im nächsten Schritt schließen wir jetzt wieder die Wasserzufuhr. Nun entfernen wir die Desinfektionsschleuse wieder aus dem System. Dazu stecken wir hinten einmal ab, hier auch wieder, und verbinden das wieder mit unserem Zuwasserschlauch und natürlich setzen wir wieder unseren kleinen Sicherungsclip hier ein. Anschließend schließen wir den Entnahmehahn und warten noch so circa 3 Tankfüllungen. Also wir lassen den Tank volllaufen, entleeren ihn komplett, lassen ihn nochmal volllaufen, entleeren ihn und lassen ihn ein drittes Mal volllaufen und entleeren ihn. Und danach
sind sie fertig mit der Desinfektion und haben alles erfolgreich erledigt. Nun tun wir noch kurz bei der Desinfektionsschleuse, schrauben die schnell auf und entnehmen hier diese Kapseln. Die saugen sich so voll und die tun wir jetzt einfach in den Restmüll geben, dass die Schleuse für die nächste Desinfektion wieder bereit ist.